Das Geheimnis hinter dem Erfolg von ESH-Jahreskursen. Was macht unsere Kunden so erfolgreich bzw. vor allem so zufrieden in der gemeinsamen Zusammenarbeit? Das wollen wir heute mal gemeinsam herausarbeiten und besprechen. Dieses Video heute ist quasi der zweite Teil. Im ersten Teil ging es darum, warum unsere Kunden gerade in der Startphase einen optimalen Start bekommen in ihre Examensvorbereitung, wie wir da die Grundlage legen für eine erfolgreiche Vorbereitung. Heute geht es dann primär um die Durchführung, was da die Erfolgsgeheimnisse dann im Bereich dessen sind. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Wenn du den ersten Teil noch nicht geschaut hast, darauf baut das Ganze wie gesagt auf. Verlinken wir das Ganze nochmal, gerne vorher anschauen und dann hier an der Stelle danach weitermachen. Bis dahin, viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es um das Geheimnis hinter dem Erfolg von unseren ESH-Jahreskursen. Was zeichnet die aus? Was macht unsere Kunden so happy und erfolgreich? Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESH-Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem individuellen und auch ganzheitlichen Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberater-Examen erfolgreich meistern kannst. Wie gelingt uns das jetzt, dass unsere Kunden genau das schaffen? Wie und worauf kommt es an? Wie einleitend schon erwähnt, das hier ist der zweite Teil. Im ersten Teil haben wir eben diese Setup-Phase beschrieben, wo wir sagen wir mal als Grundlage eben darauf aufbauen, dass wir einen funktionierenden Plan haben, die Lernstrategien passen, vorher eine umfangreiche Ist-Analyse durchgeführt worden ist. Auf Basis dessen wir jetzt eben aufbauen, wenn wir über die nachfolgenden Punkte bei der Umsetzung dann entsprechend jetzt einmal sprechen. Ich sage, wie gesagt, immer zu unseren Kunden, der beste Lernplan nützt nichts, wenn er in der Theorie bleibt und nicht praktiziert wird. So kommen wir zum ersten Punkt und zwar der kontinuierlichen Umsetzung. Das Zünglein an der Waage. Wenn du deine Examensvorbereitung anschaust und das nachher so aussieht, dass du quasi wie so eine Achterbahnfahrt mal gute Zeiten hast, dann kommt wieder eine schlechte Periode, gut, schlecht, du die Lernzeiten kannst du genauso betrachten, mal alle Lernzeiten einhältst oder noch mehr machst, dann wieder zu wenig, zu viel, zu wenig oder genau richtig. Das wird nicht funktionieren. Diese Konstanz, ich sage immer mindestens 80% über die Dauer, möglichst jede Woche mindestens auf dieses Niveau kommen. Diese Konstanz, das kontinuierliche Umsetzen, das macht dich langfristig erfolgreich. Und da den Fokus drauf zu richten, ist manchmal noch viel wichtiger als, wie wird irgendwas erklärt, was sind sozusagen inhaltliche Details, weil das ist sozusagen dann der ganz, ganz große Hebel in der Gleichung. Das heißt, der größte Faktor wird häufig unterschätzt. Der zweite Punkt, der knüpft natürlich daran an, wie erreichten wir das, dass eben kontinuierlich umgesetzt wird. Der permanente Austausch, permanenter Support. Was meine ich damit im Konkreten? Nun, wir stehen auf täglicher und wöchentlicher Basis mit unseren Kunden im Austausch, je nachdem, wie oft der Schuh drückt, wo der Schuh drückt, aber mindestens eben auf wöchentlicher Basis, manchmal sogar eben, wie gesagt, auf täglicher oder mehrfach am Tag im Austausch, gerade in den Freistellungsphasen dann natürlich. Und beim permanenten Austausch, das beinhaltet natürlich sehr, sehr viele Punkte. Sei es, dass wir diverse Live-Calls, Live-Formate innerhalb der Woche haben, wo du eben thematische Calls hast, zu fachlichen Bereichen, zu strategischer Planung, zu Umsetzungsthemen, zu Mindset-Themen, alles was eben dazugehört. Und wir wollen eben jederzeit ein Angebot haben, dass wir jedes Problem, was wöchentlich auftreten kann, dafür ein Lösungsangebot haben. Wir überfordern die Kunden nicht damit, weil es heißt nicht nur ganz, ganz viel anbieten, dass du immer alles wahrnehmen musst. Nein, es geht eben darum, Lösungen zu präsentieren, wenn es Probleme gibt. Aber nicht natürlich Probleme fiktiv herbeizuführen. Und deswegen ist es so wichtig eben, dass man da im permanenten Austausch steht, dass man überhaupt natürlich im Kenntnis darüber ist, welche Probleme hat man, dass man die aufdeckt. Und häufig hat man als Kunde natürlich auch so einen Blindspot, dass man gar nicht merkt, dass irgendwas schief läuft. Dafür sind wöchentliche Reportings extrem wichtig als Bestandteil und eben auch permanent der Support, nicht nur durch die Live-Calls, sondern eben auch die Möglichkeit, permanent rund um die Uhr Fragen stellen zu können, eben fachlich, aber auch für
die anderen Bereiche und darüber hinaus natürlich auch schon 80% so vorgegeben bekommt, dass die meisten Probleme, 90% pauschal gesagt, gar nicht erst auftreten, die typischerweise sonst in den meisten Examensvorbereitungen immer wieder Platz finden bzw. eintreten. Der nächste Punkt betrifft die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist auch natürlich ein Erfolgsgeheimnis, um mal exemplarisch ein Beispiel zu nennen. Die Klausuren-Nacharbeit, da sind wir die Einzigen, die so ein Schritt-für-Schritt-System entwickelt haben und da sind wir besonders stolz drauf. Das ist natürlich Top Secret an der Stelle, wirklich unique, unsere Klausuren-Nacharbeit. Wie entsteht sowas als Beispiel? Da gibt es natürlich diverse 10, 20, 30 verschiedene Anleitungen für verschiedene Bereiche, wo alles haargenau vorgegeben wird. Nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie entsteht das Ganze, wie kommt dieser Mehrwert überhaupt zustande? Das fällt natürlich nicht vom Himmel. Wir denken uns natürlich was dabei, das sind alles praxiserprobte Strategien. Das heißt, wir gucken wirklich darauf, welche Probleme bestehen, die immer wieder da sind, generell im Markt oder auch bei unseren Kunden. Und dann suchen wir gezielt eben auf Basis dieser praktischen Probleme nach Lösungen für diese Probleme. Testen diese Strategien, verfeinern das Ganze, weil wir so viele Kunden haben, weil wir alles so genau tracken, haben wir einfach die Möglichkeit, eben diese Sachen zu entwickeln. Und wenn man sich jetzt die Klausur-Nacharbeit anschaut, wie ist das entstanden, was sind da so, sag mal, Bullet Points, die da drin enthalten sind, die inhaltliche Aufbereitung, die Korrektur, aber natürlich auch die Punkte Klausurtechnik, Taktik, Fußgängerpunkte, Bücheraufbereitung, das systematisch hinzubekommen. Warum ist systematisch so wichtig? Damit du sicher gehen kannst, dass du bei jeder Klausur das gleiche Ergebnis, heißt die Fortschritte, planbar, prozessualisiert rausbekommst. Und das ist natürlich ein absoluter Erfolgsgarant, ein Erfolgsfaktor, dass du hier wirklich praxiserprobte, erfolgserprobte Strategien an die Seite gestellt bekommst, wo du nicht das Rad neu erfinden musst, in eine komplett falsche Richtung dich entwickelst, erarbeitest, sondern eben auf wirklich bewährte Strategien zurückgreifen kannst. Der nächste Punkt betrifft unsere sogenannte Tax Insight Method oder Methode auf Deutsch gesagt. Worum dreht es sich hier? Was genau wird da gemacht? Tax Insight Methode bedeutet so viel, dass wir ein Konzept erarbeitet haben, eine Didaktik, die nur das Ziel hat, dass du wirklich das Thema vollständig verinnerlichst und verstehst. Das heißt, dich nicht damit zufrieden gibst, dass du etwas hörst, so die Hälfte verstanden hast, die Hälfte vielleicht noch Fragezeichen hast, sondern wir nicht locker lassen, bis du wirklich alle gedanklichen Mauern überwunden hast und am Ziel angelangt bist, also keine offenen Fragen mehr hast. Unsere Dozenten sind so geschult und darauf getrimmt, darum geht es eben auch in den Live-Formaten, dass deine Fragen wirklich vollständig geklärt werden und sind, um letztendlich wirklich sicherzustellen, dass da nichts offen bleibt. Und das genau brauchst du auch, um echtes Verständnis aufzubauen. Es muss wirklich einmal Klick machen da oben im Kopf, damit du dann wirklich auch darauf zurückgreifen kannst in der Zukunft, in den Klausuren, im Oktober in deiner Prüfung. Es bringt nichts, irgendwelche Dinge anfangen auswendig zu lernen. Das ist einfach viel zu viel. Darauf kannst du dann nicht zurückgreifen. Das kannst du nicht sozusagen umformen, das Wissen, wenn es auswendig nur gelernt ist, wenn du es nicht verstanden hast. Und so wirst du die Klausuren eben nicht bestehen und dein Wissen nicht darauf anwenden können. Und die Tax Insight Methode, ein bisschen zurückzugreifen auf die vorangegangenen Punkte, das umfasst natürlich verschiedene Elemente, die Live-Formate eben, wo du im permanenten Austausch bist mit den Dozenten, wo alles erklärt wird, wo du Rückfragen stellen kannst, aber eben auch der dauerhafte, laufende Support, wo eben wirklich nicht locker gelassen wird, bis jede Frage vollständig beantwortet wird und ist. Der letzte Punkt, das Thema der strategischen Anpassung. 98% aller Prüflinge schaffen es nicht, ihren einmal vorgenommenen Lernplan 1:1 so umzusetzen. Wieso, weshalb, warum? Einerseits planen die meisten viel zu langfristig. Wie wir ja schon kennengelernt haben, machen wir das kurzfristig sehr, sehr konkret, langfristig eher grob, weil eine Prüfungsvorbereitung ist nun mal dynamisch. Das kann man nicht verhindern. Da sind so viele Faktoren dahinter, zum Beispiel, dass du mal krank wirst, dass arbeitstechnisch irgendwas anfällt, was du nicht mit einplanen konntest, dass in der Familie mal irgendwas ist, wo Not am Mann ist, du helfen musst oder einfach auch mal eine Down-Phase hast, eine Tiefphase. Die kannst du nicht Monate im Voraus antizipieren und deswegen funktionieren die meisten Planungen nicht. Und dadurch, dass wir eben im permanenten Austausch sind, evaluieren, Feedback geben, Entwicklungen eben auch anders und schneller oder langsamer ablaufen können, muss man immer wieder dynamisch anpassen,
Prüfungsvorbereitung ist nicht statisch, verinnerlich das, merkt dir das und nur so wirst du letztendlich immer in der jeweiligen Phase an den richtigen Dingen arbeiten. Wenn du mal falsch abbiegst, musst du halt natürlich die Route ein Stück weit anpassen, wenn du nach wie vor das falsche Ziel im Blick hast, welches du verfolgst, und deswegen ist es eben auch so verdammt wichtig, dass du hier permanent den besten strategischen Input, der wirklich funktioniert und dich auch ans Ziel bringt, dann bekommst. Und ja, das alles führt dazu, dass wir einfach die höchste Kundenzufriedenheit haben. Nicht nur, weil die Ergebnisse so gut sind, sondern eben, weil die Kunden auch merken, wie eng persönlich und nachhaltig wir da zusammenarbeiten, wie akribisch wir da hinterher sind. Und das spricht natürlich dann für sich, für die Kundenzufriedenheit, wo wir natürlich auch mächtig stolz drauf sind. Wenn du auch das haben willst in deiner Vorbereitung, auch einen ESH-Jahreskurs haben möchtest, wo wir das alles für dich und in deiner Examensvorbereitung entsprechend erfolgreich umsetzen sollen, dann melde dich gerne zum kostenlosen Beratungsgespräch. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Dort findest du gemeinsam mit unserem Strategieexperten in 60 Minuten heraus, was weitere Punkte sind, wie das Ganze konkret für dich funktionieren wird, um im Steuerberaterexamen in der Vorbereitung darauf erfolgreich zu sein, damit du auch endlich dein großes Ziel erreichst, Steuerberaterin oder auch Steuerberater zu werden, dann gemeinsam mit uns schaffst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.